Hallo meine Freunde, hier ist wieder der McDutzen und heute zeige ich euch ein Spiel namens Besiege. Besiege? Ich weiß es nicht. Ein Spiel aus Steam. Ein Spiel, in dem es laut den Screenshots darum geht, dass man sich Fahrzeuge baut und mit diesen Fahrzeugen Dinge kaputt fährt. Dinge kaputt fährt. Einfach so, weil man es kann. Keine Ahnung. Hab's noch nicht gespielt. Okay. Das ist das erste Level, glaube ich. Epsilon, Isle of Epsilon, ruled by Queen Winfrey. Zone 1, conquered. Conquered what? Okay. 1000 irgendwas. The Isle of Epsilon. How to build? First build some wooden blocks onto the source cube. Source cube. Oh. Oh! Oh! Ah! Okay. Das geht ja ganz easy. So. Fürchte meine fliegende Ente, Hund, Ding, irgendwas. Weiß ich nicht. Okay. Next, select some wheels. Wheels. Motor wheel, okay. And attach them wherever you place. Wherever I'm placed. Also wo immer es mir gefällt. Hier. Ein toller Platz für ein Draht. Aber vielleicht mache ich auch noch an sinnvolle Stellen wie hier und hier und hier und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Nein. Und hier. Und hier. Oh Mann. Wenn da kein Draht wäre, leck mich am Arsch. Oh. Okay. Place your machine on the ground. Geht nicht. Was? Oh. Set your machine on the ground. Ja, das macht Sinn. Huhuhu. Okay. Ja. Okay. Okay. Press. Ja, hier oben im Eck ist der Button dafür. And extra using die Pfeiltasten. Wow! Yeah! Zone conquered! Ich habe einem armen, kleinen, armen Bauern sein Land weggenommen mit meiner Todesradmaschine. Das Spiel sieht an und für sich eigentlich ziemlich geil aus von den Grafiken, muss man schon sagen. Muss man schon sagen, diese HD-Kröten da auf der Seite, die man so reinguckt, das ist wirklich... Nein, wirklich. Finde ich gut. Und dieser arme Bauer und sein komisches Schaf da hinten, die... Oh. Oh, dieser Bauer, der ist ja... Hat nicht mal ein Gesicht und dieses Schaf da hinten... Ja, egal, okay. Next Zone. Zack. Okay. Destroy! Nochmal dasselbe, gut. Los geht's, todesmutige Actionmaschine, Angriff! Sorry, Hühnchen. Okay, das Ding steht auf einem... Auf einem Hügel. Okay. Wer wäre ich, wenn ich das nicht irgendwie heben könnte? Okay, Destroy Machine. Machen wir uns mal eine neue, okay. Ich habe schon eine Idee, was ich bauen könnte. Und zwar einen... irgendwas, was ganz oben, weit oben ist. Einen fahrenden Tisch. So, So, jetzt noch Räderchen unten dran. Zack und zack. Und zack und zack. Nein. Undo. Zack. Und los geht's! Wieder ein Haus zerstört. Einfach so.
Aber die töten beglückwünschen mich, also bin ich glücklich. Weiter geht's zur nächsten Zone. Hm. Reach Insignia. Okay. How to use camera. Click to rotate the camera. Right click. Okay. Ja, das weiß ich schon. Habe ich vorhin zufällig rausgefunden. Reset the camera with... With was? Ach, da. Ah, okay. F11. Toll. In the top right corner. Yeah, danke. Okay. Mittelmaus click will focus on a block environment object. Ah. Dieses Schaf. Dieses Schaf. Dieses stachelige Ding. Und wieder meine Holzblöcke. Okay. Scroll to zoom in and out. Ja, das... Wow. Innovativ. Okay. Click and drag the middle mouse button. Reset if things get awkward. Okay, wir wollen nicht, dass things awkward werden. Okay. Also muss ich da wohl vorne hinfahren. Machen wir doch mal. Oh. Okay, die stacheligen Dinger sind scheinbar Bomben. Hm. Da muss man da irgendwie drum rumkommen. Was haben wir denn noch so? A steer hinge control. Yo, lass ihn mal gleich mal her. Das heißt, ich kann jetzt wohl lenken. Los geht's! Okay, wo ich herkomme, lenkt man aber anders. Ach so. Das sind Achsen. Achsen, okay. Das heißt, ich muss erst das Rad bauen und dann das Teil. Gut zu wissen. Kann man denn Sachen wieder wegmachen? Raise blocks. You can also press X. When hovering over the block deleted. Oh. 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 Okay. Das ist einfach. Gut. Okay. Naja, dann bauen wir eben unser Gefährt jetzt mit Reifen an Achsen. Damit es lenken kann. Vielleicht ist es gar nicht so schlau, so eine lenkbare Achse an jeden Reifen ran zu bauen, aber was hat denn hier? Da. Oh, wow! Also das Spiel ist sehr physikbeladen, so wie ich das sehe. Und Schafe explodieren auch, wie in der Physik, ist wichtig. Okay, nein, das machen wir. Da machen wir nur vorne Achslenkungsmanöverteile hin, weil das ist ja bei Autos auch so. Und wie wir alle wissen, fahren Autos manchmal auch ganz ordentlich durch über Kurven, ja. Okay. Durch das ausgeklügelte Design meines fahrenden Tisches haben diese Minen keine Chance, mich nicht zu erwischen. Okay. Ich hatte was zwischen den Zähnen. Vielleicht muss ich das Design meines fahrenden Tisches nochmal überdenken. Und ihn zu einem fahrenden Stuhl umdeklarieren. Nicht so breit machen. Er muss Platz dazwischen haben. Ja, ich werde jetzt einen fahrenden Stuhl machen. Einen Rollstuhl sozusagen. Nein, zu weit. Zack und zack und dann. So. Da fehlt noch ein Bein an dem Tisch. So. Also eine Lehne. Hab ich da wieder gemacht? Nein. Kann ich das Ding? Genau. Ah. Die Kamera ist störrisch, muss man sagen. Aber ich hab's unter Kontrolle.
Oh. Behold! The Chair of Death! Ohne Reifen, klar. Interception, scheiße. Wie komm ich das Ding in die Luft? Runter, hoch, meine ich. Translate Machine. Oh. Oh, wow. Okay. Ah, jetzt hat's auch hin. Okay. Im Boden darf nichts drin stecken. Und auch nichts in diesen teuflischen, unsichtbaren Wänden. Okay, los geht's. Mein Stuhl braucht einen Notfallplan. Ah. Aber wenn ich mit Bedacht fahre. Er brennt! Lenken. Das war, ich glaube, das war ja so ziemlich das Kernelement von dem Level hier. Ah, dass man lenken sollte. Damit man um diese ansehnlichen Hindernisse hier herummanövrieren kann. Hm. Ich frage mich nur, ob man das Ding irgendwie beschweren kann. Indem man da irgendwie vorne noch was dran baut oder so. Was haben wir denn da noch so? Stretch. Was ist ein Stretch? Ein Stretch! Was ist ein Stretch? Ah. Okay, das Ding dreht sich auch nicht schlecht. Na gut. Und los geht's. Ich muss vorsichtig fahren, weil wenn der umkippt, dann habe ich hinten keine Achse mehr zum Lenken. Da! Idee! Na? Wenn ich hier oben auch noch Achsen dran baue, dann kann ich auch lenken, wenn er mir umplumpst. Ha! Ich bin ein Genius. So! Nichts! Nun kann nichts mehr schief gehen! Ja! Yeah. Autobot Transformation! Das lenkt nicht gescheit, das Teil. Wieso lenkst du nicht gescheit? Was ist los mit dir? Okay, nur ein bisschen Holz. Nur ein bisschen Holz. Nein. Nein. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Ich war so begeistert von meiner fahrenden Stuhlidee. Vielleicht mache ich einen fahrenden Hocker draus. Behold! The driving! Couch! Table! Thingy! Mit seiner unglaublichen Fähigkeit der Unterboden-Freihaftigkeit werde ich über diese Mine hinwegfahren können. Wette ich. Nicht hängen, Job! Mann, diese. Das Schaf ist in die Mine gelaufen. Okay. Okay. Machen wir es mal wie die Schweden und stellen einfach mal Design, Funktionalität über Design. Also es muss besser fahren, als dass es aussieht. Da muss ich leider meine Idee mit den Slider. Okay, keine Ahnung, was das ist. Einfach nur ein Slider. Suspension! Oh, cool. Eine Federung! Ich habe gehört, Autos haben manchmal Federungen. So eine Federung bestimmt nicht schlecht. Ich habe jetzt einfach nur hier so zufällig durchgeguckt. Die Kappler. Was ist ein Kappler? Doing. Okay. Zurück zur Realität. Also, bauen wir wieder uns ein Gefährt, das 4 Achsen hat. Nehmen wir mal an, wir wollten uns ein Auto bauen. So. So sehen Autos aus. Manchmal. Und dann bauen wir uns... Waffen brauche ich nicht. Wow, Waffen. Flight Ammo. Ich glaube, in dem Spiel kann man seine Kreativität noch ganz schön rauslassen. Suspender. Jupp. 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 Jupp.
Gut. Was hier alles gibt. Contrable Spring. Hut L. Oh wow, man kann. Oh wow, das ist. Ganz schön cool, wirklich. Okay. Reifen. Mal wieder. Hier ein Reifen, da ein Reifen. Da kein Reifen. Hier ein Reifen. Hier eine Achse, da eine Achse und ein Reifen an die Achse dran. Yeah! Und schon geht's los. Wenn ich vielleicht um das Ding außen rum fahre, dann würde ich mir das Leben unglaublich leichter machen, glaube ich. Und dass ich einen Haufen Schafe über den Haufen fahre. Gott, dieses Spiel ist sehr brutal. Ich sehe schon wieder so eine teuflische Mine da drüben. Hier, rückwärts einparken. Da war ich immer der Beste in der Schule. Ja, 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 ja! Ja! Nur 35 Minuten gebraucht? Was? Nein, verarsch mich nicht. Spiel? Okay. Next zone, please. Okay, das sieht mir ein bisschen aufwendig aus. Okay, das war mein erster Eindruck für euch von Besiege, einem Baukastenspiel der Extraklasse. Ja, Extraklasse, das heißt. Wer früher gerne mit Lego gespielt hat, der könnte an diesem Spaß seine Heiden, an dem Spiel seinen Heiden Spaß haben. Ich werde es persönlich auch noch ein bisschen weiter spielen. Vielleicht mache ich noch einen zweiten Teil vom Let's Play drüber. Ja, weil wenn man hier unten sich so ein bisschen durchklickt. Okay. Heat Resistance. Ja, und Fliegen. Ich meine, wenn man in dem Spiel, wenn es da schon so schwer ist, ein Fahrzeug zu bauen, man will sich gar nicht vorstellen, wie es dann ist zu fliegen. Aber irgendwie, wenn man den Bildern und Videos im Internet, die sie über dieses Spiel schon Glauben schenken darf, ist es tatsächlich möglich. Und wenn da einer natürlich so ein bisschen sich dabei was denkt und da so richtig krasses Gefährt das macht. Ich meine, wer bei Minecraft einen funktionierenden Prozessor bauen kann oder bei Spore irgendeine neue menschliche Rasse oder was, ich kenne mich da auch nicht aus. Und der wird in dem Spiel auch nochmal ordentlich was zustande bringen. Und das Spiel ist in der Early Access Alpha, Beta. Eins von beiden. Auf jeden Fall noch hübsch weit vorne dabei. Aber ich glaube, die Kickstarter Foundation hat sich schon hübsch gut angestellt bei dem Spiel. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, einen Blick zu riskieren. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, vielleicht gibt es einen Teil 2. Und bis dahin sage ich, haut rein, euer MacDudson. Bis dann.